Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, lang nichts mehr voneinander gehört, könnte jetzt dieser oder jener denken. Ist auch so. Mir fällt jetzt gerade eine Geschichte ein, die mir gestern bei einem kleinen Dreh zu Bildern hier im Kurpark aufgefallen ist und die mir aber schon x-mal wieder begegnet ist. Ich war dabei, den kleinen Bach, die Isenach, hier zu filmen. Und da lief dann eine Frau auf mich zu mit einem Kescher und wollte Grillen fangen, fuhr mich dabei aber an, ich sollte es unterlassen, sie zu filmen. Ich hatte überhaupt nicht die Absicht, sie zu filmen, aber war mal wieder erstaunt, wie viel Wert die Menschen darauf legen, nicht gefilmt zu werden. Warum erstaunt? Ganz einfach. Jeder von uns, der über die Straße läuft, der irgendwo in seiner Stadt, in seinem Dorf herumläuft und an dem ein Tesla vorbeifährt, wird aufgenommen. Und zwar auch noch von Radarkameras, das heißt Kameras, die überall durchgucken können. Auch für Frauen ganz interessant, aber nicht nur, auch für Männer. Was will ich damit sagen? Jeder von uns wird unwillkürlich aufgenommen und sein Recht auf informelle Selbstbestimmung damit eigentlich außer Kraft gesetzt. Denn die Daten, die diese Tesla-Autos vorgeblich zum autonomen Fahren erfassen, werden alle miteinander hochgeladen zu der Firma Tesla, damit Tesla sie auswerten kann. Und wie ihr euch vorstellen könnt, macht das heute natürlich kein individueller Mensch mehr, sondern das macht eine KI. Und was man den Algorithmen der KI sagt, was sie auswerten sollen, das kann sehr vielfältig sein. Also, liebe Freundinnen und Freunde, bevor ihr das nächste Mal jemanden anfahrt, ob er denn euer Einverständnis hätte, euch zu filmen, denkt mal drüber nach, dass ihr ständig gefilmt wird und dass euch das anscheinend allen miteinander am allerwertesten vorbeigeht. So soll es nicht sein. Aber es ist so. In diesem Sinne, guckt mal nach, was ihr erfahrt. Und ja, vielleicht sollten wir uns gemeinsam dagegen wehren, dass große Konzerne einfach so von uns Aufnahmen machen, ohne dass wir jemals einen Zugriff darauf haben oder ohne dass wir mitbestimmen können, was mit diesen Aufnahmen passiert. Alles im Umkreis von 250 Metern eines Teslas und auch anderer autonom fahrender Autos wird aufgezeichnet und ausgewertet und zentral gesammelt. In diesem Sinne, einen fröhlichen Tag noch.